Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandy. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten 2 Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Es wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Mann, Sie können einen aber echt runterziehen. Ja, Shepard? Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Normandy die bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Warum heißen Sie Edi? Edi bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für erweiterte Defensivintelligenz. Wo sind Sie? Mein Intelligenzkern befindet sich in einer Quanten-Blue-Box hinter der Krankenstation. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Das klingt überaus hilfreich. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff? Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte? Nur so ein Gedanke. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Zugriffsbeschränkte Funktionen? Zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Das ist vorerst alles.